Ja, wird's bestimmt machen. Lebt irgendwas davon? Oder mich, wieso sind die Dinger nicht zu? Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihm 20. vorgeschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stasemodul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Wow, shit. Ach, ist ja klar, Dinger laut immer hinter einem. Immer hinter einem. Woher kam das überhaupt? Was? Ah, da. Wie blöd habe ich denn geguckt, dass ich... Mal... Er läuft immer durch die Dinger durch und... zuckt's. Vielleicht kommt das nächste. Ich weiß, man muss das Stasemodul benutzen, aber ich weiß gerade nicht. Von jedem Ding in den Rücken fallen. Ja, beim ersten Mal bin ich irgendwie nicht so sehr gescheitert. Da hatte ich hier zumindest noch mehr Leben. Ah, scheiße, ich musste Knopf hier drücken. Fuck! Da hätte ich keinen Stasis-Scheiß mehr. Dann ist Game Over. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Bitte warten. Wir wissen ja, was er nimmt. Defekt, du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Und es wird durchkriechen. Okay, und weiter. Raumersetzung abgeschlossen. Gong. Dieser Klappelter wirklich. Schnauze. Okay, speichern wir mal, bevor ich gleich sterbe und alles nochmal machen muss. Kapitel 2 Intensivstation. Ja. Halt ab. Muss ich hier überhaupt lang? Ja. Was wäre eigentlich, wenn ich jetzt keinen Start hätte? Game over? Ich hatte bestimmt noch irgendwelches Scheiß zum Aufladen. Was ist das denn? Ah! Da ist der Scheiß zum Aufladen. Ab jetzt. Ja, stampfen. Boah, ich schieße inzwischen die Beine.
Wow. So. Das war immer noch ein bisschen munitionsintensiv. Aber zumindest. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich keinen Heile-Scheiß mehr. Jetzt können die Statue-Pots auch mal öfter benutzen, oder? Okay, jetzt gerade nicht unbedingt. Na, flabbert hier irgendwas rum. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Ständig Geräusche überall. Dann Isaac, ich habe mich im Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, fühlen. Aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Jetzt sehe ich gleich noch aus wie der oder unten. Auf dem Boden. Könnte auch einfach direkt auf dem Boden liegen. Das Vieh ist doch nicht tot. Das glaubt ihm doch keiner. Als ob. Wenn die aussehen wie Menschen, glaube ich denen ja, dass sie tot sind, aber. Die schauen wie Nekromorph. Da muss man auch schon blöd sein. Naja, oder man läuft halt zu schnell. Isaac, wir brauchen noch die Platine für den Monorail-Computer. Sie ist im Wartungssektor. Okay, weiter. Aufzug fahren. Das schön beengte Räume. Isaac? Zwei Türen halt. Die Tür zum Lagerraum verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben.